Heute in der Sendung Impfen an Grundschulen und wir haben das Programm der Kunstfestspiele in den Herrenhäuser Gärten für Sie. Damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die niedersächsische Landesregierung schafft stufenweise die Test- und Maskenpflicht in Schulen ab. Ein Vorpreschen in der bundesweiten Debatte um die Corona-Lockerung. Wir haben eine Garbsener Grundschule besucht. Hier können die Kinder sich sogar impfen lassen. Robin Chakibaye. Die Grundschule Saturnring in Garbsen. Eine von 2500 niedersächsischen Schulen, in denen noch diesen Frühling die Test- und Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus entfallen soll. Hoher Besuch an diesem Tag, denn heute ist auch Impfstart in der Turnhalle. Bisher sind landesweit nur ein Viertel aller Grundschulkinder geimpft. Es ist die Altersgruppe mit der höchsten Inzidenz. Regionspräsident Steffen Krach sagt über die Impf- und Lockerungsstrategie: Ja, die Maske ist nach wie vor absolut zentral. Sie ist ein sehr, sehr guter Schutz vor einer Infektion. Und das regelmäßige Testen ist nach wie vor eine große Hilfe. Aber ich sage nochmal, das Allerwichtigste ist, dass wir eine ganz, ganz hohe Impfquote haben. Wir haben in der gesamten Region Hannover eine Impfquote von rund 77-78%. Das heißt, wir haben noch eine sehr große Impflücke und die müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten schließen. Das Impfangebot für die Kinder wird zum Start nur zögerlich angenommen. Der größte Trubel findet um die Gäste aus der Politik statt. Das Impfteam bleibt jedoch zuversichtlich. Das ist halt eine Atmosphäre, die kennen die Kinder schon. Das ist nicht so die Angst wie zum Beispiel auf der Messe. Man kommt rein, es ist alles groß und laut. Es sind so viele Leute und hier ist es einfach entspannter. Die Sporthalle kennt jedes Kind. Also ich denke, das kommt gut an. Bisher litten Kinder selten unter schweren Verläufen nach einer Corona-Infektion. Eltern sehen teilweise die Notwendigkeit nicht, ihre Kinder wie hier jetzt in der Schule impfen zu lassen. Doch die Langzeitfolgen nach einer Ansteckung mit dem neuen Virus sind noch unerforscht. Impfungen mildern zwar die Erkrankung, vermeiden aber keine Infektion und eine Weitergabe des Virus an andere. Kultusminister Tonne nimmt mit der Rücknahme der Test- und Maskenpflicht in Schulen das Risiko in Kauf. Und wir glauben, dass wir dadurch, dass wir jetzt auch diesen Peak überwunden haben, diesen Rückgang auch fortsetzen können. Das ist übrigens ein Grund, weswegen wir auch nicht jetzt lockern, sondern sagen, es geht erstmal noch sehr intensiv weiter mit Testungen. Es geht auch noch mit Maske im Unterricht weiter, aber eine Perspektive geben, wann wir das auch dann wieder nehmen wollen aus Schule und somit auch einen Beitrag zur Rückkehr zur Normalität auch liefern können. Masken und Tests haben sich in den 2 Jahren der Pandemie als bewährte und unkomplizierte Schutzmaßnahmen bewiesen. Für Schuldirektor Dr. Maiko Kahler ist die Entscheidung des Ministers befremdlich. Ich finde es persönlich nicht so gut. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir das jetzt hier noch eine längere Zeit weiterführen können. Wir haben alle uns daran gewöhnt, wir können damit gut umgehen. Und es hat sich wirklich als auch fundiert gesundheitsmäßig oder gesundheitsschützend erwiesen. Und das beruhigt eigentlich alle, also auch die Lehrkräfte und die Eltern. Natürlich stecken die sich an, aber eben nicht hier in der Schule, sondern im Freundeskreis oder im privaten Kreis dann, ne? Die niedersächsische Landesregierung trifft im Infektionshöchststand kontroverse Entscheidungen. In der Grundschule Saturnring wird deutlich, das Impfangebot für Kinder ist fürs Erste eine Vorleistung für eine Rückkehr zum Masken- und testfreien Unterricht. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Bildungsverein Jan Arkadasch hat heute sein neues Projekt gegen Cybermobbing vorgestellt. Unter dem Titel »Gemeinsam gegen Cybermobbing« will der Verein mit niedrigschwelligen Angeboten Aufklärungsarbeit leisten. Beim SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic findet das Vorhaben große Zustimmung. Ein Anti-Cybermobbing-Projekt kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil das Thema Mobbing im Netz, Social Media, auf Facebook, auf Instagram und auf TikTok immer mehr an Ausmaß nimmt. Und darüber spricht keiner oder sprechen zu wenig darüber, sei es in der Schule, in Institutionen, in der Politik oder in der Öffentlichkeit. Das Projekt richtet sich an Betroffene, Angehörige, aber auch TäterInnen. Ab März will Jan Arkadasch mit den Angeboten gegen Cybermobbing starten. Niedersachsen zieht trotz Corona eine positive Bilanz für den Ausbildungsmarkt 2021. Insgesamt wurden rund 48.600 neue Verträge in anerkannten Ausbildungsberufen für das duale System abgeschlossen. Das sind rund 4% mehr als im Vorjahr 2020. Das Land führt diese Entwicklung auch auf Anreizsysteme wie den Aktionsplan Ausbildung zurück, mit dem duale Ausbildungsberufe gefördert werden.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund, kurz DGB, fordert eine aktive Friedenspolitik, um den sozialen Frieden in Europa zu sichern. Der Vorsitzende des DGB Niedersachsen, Merdad Payandé, ist mir heute dazu zugeschaltet. Guten Tag, Herr Payandé. Ja, guten Tag. Im Russland-Ukraine-Konflikt gibt es täglich neue Meldungen und am heutigen Tag scheint es fast so, als würde es keinen friedlichen Ausgang des Konfliktes mehr geben. Wie schätzen Sie die Lage im Moment ein? Zuerst, das ist ein dunkler Tag in der Beziehung zwischen Russland und Europa. Es läuft alles darauf hinaus, dass zuerst die russischen Truppen in die Ostukraine einmarschiert sind. Und wenn man die Diplomatie nicht so weit bringt, dass nicht zu einer Annexion kommt, das heißt, dass keine Befragung dort stattgefunden haben mit dem Ziel, diese Gebiete an Russland anzutreten bzw. abzutreten bzw. Teil der Russischen Föderation zu werden. Das sollten wir versuchen abzuwenden. Aber die Diplomatie darf jetzt nicht der militärischen Logik folgen. Stichwort Diplomatie und Friedenssicherung. Welche Rolle spielen denn Gewerkschaften wie die DGB bei der Friedenssicherung? Also zuerst einmal, Gewerkschaften sind aus ihrer Historie heraus kein Fan von militärischen Auseinandersetzungen. Das hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass militärische Auseinandersetzungen nie zu einem friedlichen Zusammenleben geführt haben. Eher Hass und Gewalt nehmen zu. Und vor dem Hintergrund, dass am Ende normale Bevölkerung, die Menschen, Arbeitnehmer, die Leidtragenden werden, sind wir sehr dagegen, dass man solche Maßnahmen militärisch versucht zu lösen, solche Konflikte militärisch zu lösen. Insofern, dass unsere Rolle ist darin, darauf hinweisen, dass Krieg und Militarisierung nie die Konflikte löst, eher das Gegenteil, Konflikte verschärft. Welche Rolle nimmt denn ein Land wie Deutschland mit einer eigenen sehr dunklen Geschichte ein, wenn es um Schlichtung eines Krieges geht, um die Schlichtung eines Krieges geht? Also wir dürfen dort anknüpfen, was in der in der Vergangenheit unsere Stärke war. Die Entspannungspolitik, die zurückgeht auf wirklich Osteuropa-Politik, Willy Brandt und Helmut Schmidt, sollen wir daran anknüpfen, dass am Ende wir die Brückenfunktion hier ausüben haben, auch in Situationen, die vielleicht aussichtslos erscheinen. Das ist, glaube ich, was wir machen können. Allerdings, die jegliche Aggression der Russischen Föderation Russlands darf auch nicht unbeantwortet bleiben. Aber unbeantwortet heißt praktisch schließt, also man müsste hier sagen, die Diplomatie schließt auch Sanktionen mit ein, also friedliche und gleichzeitig zivile Gegenmaßnahmen, damit praktisch jetzt nicht einfach unbeantwortet bleibt. Sie müssen auch vorstellen, es geht nicht nur um Ukraine, das ist ja ein Signal an alle ehemaligen Sowjetrepubliken, wie sie sich zu benehmen haben und damit praktisch Verletzung der völkerrechtlichen Souveränität dieser Staaten. Das hat im 21. Jahrhundert nichts in den Beziehungen zwischen den Ländern verloren, diese Art der Auseinandersetzung. Der DGB fordert sozialen Frieden. Was genau ist denn damit gemeint? Sozialer Frieden heißt, Menschen in Schutz nehmen und sie nicht einbeziehen lassen in diese kritischen Auseinandersetzungen, dürfen Deckmilitarisierung und diese Logik nicht folgen und dafür sorgen, dass wieder Ruhe einkehrt. Das ist, was wir verstehen, dass auch die Menschen nicht gute Sanktionen leisten. Das ist das, was, glaube ich, sehr wichtig ist, was wir damit meinen mit dem sozialen Frieden. Dann vielen Dank für unser Gespräch, Herr Payandé, und für Ihre Einschätzung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen, schön Ihnen auch. Tschüss. Vielen Dank. Kommen wir nun zum nächsten Beitrag.
Die Kunstfestspiele Herrenhausen gehören zweifellos zu den wichtigsten Terminen in Hannovers Kulturkalender. Im berühmtesten Garten der Stadt sind dann Installationen, Konzerte sowie Tanz- und Theatervorstellungen von internationalen Größen zu sehen. Nun wurde das Festivalprogramm für das Jahr 2022 vorgestellt und wird die Herzen der Kunst- und Kulturfans höher schlagen lassen. Hans-Magnus Preuß war bei der Programmpräsentation dabei. Hohe Wellen möchten Ingo Metzmacher und sein Team von den Kunstfestspielen Herrenhausen in diesem Jahr schlagen. So darf die Plakatkampagne der diesjährigen Ausgabe des Festivals gedeutet werden. Und tatsächlich lässt die Vorstellung des Festivalprogramms auf einen großen Wurf hoffen. 21 Produktionen mit etwa 80 Einzelveranstaltungen an 18 Festspieltagen. Von klassischer bis elektronischer Musik, Tanz, Film, Theater und Installation. So verwandeln sich die Herrenhäuser Gärten im Mai in eine große Bühne internationaler Kunst. Für uns als Kulturstadt, als Kulturhauptstadt im Herzen Niedersachsens und Europas ist ein solches Festival von unglaublicher Bedeutung, weil wir ganz viele unterschiedliche internationale KünstlerInnen hier begrüßen können. Wir haben ganz unterschiedliche Premieren, Impulse, haben ja einen spannenden Einblick einfach in die unterschiedlichen Welten der Kunst und der Kultur. Und wir sehen auch, dass die Stadt auch davon geprägt wird, auch die Szene sich hier wiederfindet. Und insofern ist das ein sehr spannender Anlass, auch wieder mit Kunst und Kultur in Berührung zu kommen. Die Stadt prägen und mit Kunst und Kultur in Berührung bringen. Das wollen die Festspiele auch mit ihrer 13. Ausgabe. Und so finden einige Veranstaltungen ganz bewusst im Herzen Hannovers statt, etwa in der Galerie Kubus. Hinzu kommt, dass das Programm in diesem Jahr besonders vielfältig ist, wie Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf erklärt. Es ist über viele Sparten hinweg ein ganz interessantes und herausragendes Programm mit etablierten KünstlerInnen und aber auch der Möglichkeit für junge Ensembles und für junge SolokünstlerInnen sich zu präsentieren, ihr Programm zu präsentieren. Und es ist für Hannover eben eine wirklich ganz, ganz besondere Veranstaltung. Ein Höhepunkt in diesem Jahr? Das anderthalbstündige Konzert Ruach vom deutsch-französischen Komponisten Marc André, eigens für die Kunstfestspiele komponiert. Dabei werden 200 SängerInnen gemeinsam mit dem Ensemble Modern auftreten, unter Leitung des Festivalintendanten und Dirigenten Ingo Metzmacher. Es sind 5 verschiedene Chöre und es gibt mehrere verschiedene Instrumentalgruppen. Und der Klang reicht von Flüstern, von Händereiben, von Papierknistern bis zum vielfachen Forte und Schrei. Und das Thema ist Ruach ist ein aramäisches Wort und bezeichnet Atem, Seele, Geist, Wind. Also alles Themen, die uns irgendwie gerade beschäftigen. Aber nicht nur eingefleischte Kulturfans will das Festival in diesem Jahr ansprechen. Mit angepasstem Programm und reduzierten Ticketpreisen möchte das Festival am Kunstfestspieletag Ende Mai gezielt neues Publikum erschließen. Es ist so wie so eine Art Mini-Festival im großen Festival. Also man kann viele verschiedene Dinge erleben an dem Tag und hat dann so ein bisschen den Eindruck, was sind überhaupt die Kunstfestspiele und beschäftigt sich vielleicht damit. Und es ist ein Angebot an die Stadt, weil die Stadt uns so wunderbar unterstützt. So bleibt zu hoffen, dass Corona dem Festival keinen Strich durch die Rechnung macht und im Mai nur die Kunstwelle durch Hannover schwappt. In der Stadtgalerie Lehrte sind bis Mai die Arbeiten von Jay und Jung zu sehen. Die Künstlerin stellt in ihren Gemälden verborgene Geschichten alltäglicher Gegenstände dar, ohne Menschen in den Vordergrund zu rücken. Die Stadtgalerie in Lehrte hat von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Montag und Samstag sind Ruhetage. Und das war es für heute mit 0511. Morgen sind wir wie gewohnt um 18.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe für Sie da. Alles Gute und bis bald.